Ich will der Allerbeste sein. Keiner vor mir war. Ja, so oder so ähnlich ist ja das Pokémon-Opening. Und wir sind jetzt der Allerbeste, zumindest von den Arena-Leitern her. Denn wir haben tatsächlich alle Horden, Leute. Seit letzter Folge kann ich euch nochmal hier beweisen. Ihr guckt euch das an, Leute. Wir sind der Geiste. Wir haben alle 8 Horden gesammelt. Und nun heißt es auf zur Hordenkontrolle, dann zur Siegestraße und dann die ganzen Top 4 Bitches knallen. Hey Trainer, hast du kurz Zeit? Ich habe es über den Visocast gehört. Auch Route 7 stirbt ein schlimmes Wetter. Ja, da kann man jetzt ein legendäres Pokémon fangen. Aber wir sind ja nicht hier, um irgendwelche Legis zu fangen. Besonders, weil die sowieso gerandomized sind. Wir sind jetzt auf Route 10. Das heißt, wir können uns jetzt auch wieder ein neues Pokémon fangen. Weil wir auf Route 10 noch kein Pokémon gefangen haben. Schauen wir einfach mal, welches Pokémon ich bekomme. Ich nehme lieber ein Pokémon aus dem Gras. Ich glaube nämlich, unter den Bällen sind nämlich auch Pokémon. Pokémon für Route 10 ist... Karipas. Das ist nicht schlecht. Das ist ein Wassergesteins-Pokémon. Das ist nicht schlecht. Warum konnte jetzt die Attacke abwehren? Das ist nicht so cool. Das werde ich natürlich jetzt auch schnell, so schnell wie möglich fangen. Dass ich jetzt knuscheln kann, ist schon mal ganz cool. Aber ist ein bisschen blöd. Wegen Bullenhelm und so. Obwohl ich ihn dadurch jetzt ganz gut gequetscht habe. Deswegen müsste ich jetzt mal switchen. So, und zwar auf ihn, weil du von seinen Attacken eigentlich relativ wenig getroffen wirst. Und ich ihn so eigentlich relativ gut fangen kann jetzt. Lag, ja. Jo! Mach halt einfach einen Quit. Wir haben jetzt den Meisterball, aber den werde ich natürlich nur bei legendären Pokémon verwenden. Das heißt, wenn wir irgendwann mal auf dem Gras, auf dem Legisch treffen, schmeiße ich mal den Meisterball. Alles klar, einmal gewackelt und instant raus. Das ist nicht so cool. Ich würde mich mehr freuen, wenn du mal so in so einem Ball drin bleiben würdest. Wäre ganz cool. Was ist mit dem los? Hat er keine Freunde oder warum springt er instant raus? Bleib mal drin, Junge. 1, 2, 3, 4. Na bitte. Mach dir erstmal Anstand mit einer 1 und einer 0. Hallo? Karipas, Urzeitkröte. Es lebt im Meer und an Land. Es ist so stark, dass es mit einem einzigen Hieb ein Loch in ein Schiff reißen kann. Boah. Also Titanic ist nicht gesunken wegen eines Eisbergs, sondern wegen Karipas. Weißt du was? Und das ist sogar so lustig. Ich finde den Witz so witzig, den ich mir gerade ausgedacht habe, dass ich das sogar durchziehe. Titanic. Ich glaube, mit C wird Titanic geschrieben, ne? Titanic. Ich finde den Witz so witzig, dass ich ihn so jetzt nennen werde. Daumen hoch für Titanic. Ja, wir haben in der letzten Folge Erdkräfte erlernt und Froschkönig kann das komischerweise nicht erlernen. Ich habe zwar schon Anzeige bei Game Freak erstattet, aber die haben leider meine Anzeige nicht angenommen. Nein. Ich brauche jetzt meinen Top-Schutz. Den werde ich jetzt brauchen, um mir den ganzen nervigen Pokémon von... Was, ein Farbigelbrief? Es gibt wirklich einen Farbigelbrief? Und hier ist ein Pokémon. Wäre das cleverer gewesen? Ja. Tampion. Ist sogar ziemlich legit. Aber hat man ja schon. Von daher, ja. Wäre das schon wieder ein Tampion gewesen? Ich finde das sehr seltsam, dass ja randomized ein Tampion erscheint.
Weil das sehr legendär, weil das sehr, sehr legend aussieht, weil unter diesen Tampion ist, also unter diesen Pokébällen ist meistens das Tampion. Oder Hutzasa halt. Und das ist jetzt tatsächlich bei einer Randomizer da jetzt. Ein Tampion kommt, finde ich schon seltsam. Ich bin verwirrt. Musha, da bin ich nicht verwirrt, das weiß ich, dass ich es besiegen kann. Vielleicht sollte ich wieder Zekrom nach vorne tun. Aber ich will ja unbedingt, dass sich mein Kollege hier noch weiterentwickelt. Ein Raschel. Alles klar, der kann auch Aurora-Strahl. Gut, so viel Damage macht's nicht. Alter, wo ich gesehen habe, Aurora-Strahl. War meine Unterhose schon braun geworden, ne? Also, wenn ich da Aurora-Strahl gelesen habe, dachte ich mir, fuck. Aber Gott sei Dank macht es nicht so viel Damage. Ah, Stahlumbohr. Eigentlich bräuchte ich ihn wieder. Obwohl er es eigentlich auch richten kann. Eigentlich bräuchte ich eine Wasserattacke, aber Ian hat gerade so viel kassiert jetzt, dass ich dieses Risiko nicht eingehen möchte. Obwohl vielleicht eine Wasserattacke besser gewesen wäre, ne? No? Hat ihn trotzdem getötet. Alles klar. 41 für Bruce Lee. Und er versucht Ausdauer zu erlernen. Nö, wir haben das ja schon in Form von einer Fähigkeit mit Robustheit. Ich bin zufrieden. Ey, ohne Witz, als Aurora-Strahl stand, dachte ich mir, ach du je. Ich hab denn schon die Meldung Volltreffer gelesen. Und Drasche mit 0 KP, weißt du? Dachte mir so, verdammt. Das war das Dümmste, was du hättest tun können. Und dann sehe ich so den Schaden, denke mir so, worüber habe ich mir jetzt gerade Sorgen gemacht? Was, hier ist kein verstecktes Item? Ist das euer Ernst? Ich wollte schon sagen, aber Zing, naja, dafür hat es sich nicht gelohnt. Leider sind die auch relativ viele Arztrainer, was die Sache nicht so einfach macht, weil die relativ hochgelevelte Pokémon haben. Und mit Level 40 kommen die jetzt auch schon um die Ecke. Also wird es ein bisschen schwer, Smogmog und Glurak zu leveln. Oh, wie süß, Mirapla. Cute. Mirapla auf Level 39. Läuft. Flammenwurf und Tschüss. Wenigstens kannst du noch eine vernünftige Feuerattacke, aber am liebsten hätte ich da jetzt gerade Glurak vorne gesehen. Ach, guck mal, wie so hübsch. Oh, wie süß. Wampel. Obwohl ich da jetzt auch Smogmog hätte nach vorne tun können. Wampel. Funkenflug. Reicht das? Ja. Es war 3 Level Unterschied, aber hey, es ist ein Wumpe. Reptane. Warum versuche ich gerade zu wechseln? Das ist der Pflanzenstart aus der 3. Generation in seiner 2. Form. Ja. Ist ein Pflanzen-Pokémon. Ich glaube, Pflanze und Licht ist der, ne? Ich glaube, Pflanze und Licht ist der. Und Veteran. Veteran sind sogar noch stärker als Astrainer. Also Astrainer waren ja früher immer das Maß aller Dinge, aber seit Pokémon Schwarz gibt es jetzt auch Veteranen und die sind... Oh Gott! Oh Gott, Hytyra! Am liebsten würde ich jetzt Bruce Lee reinwechseln. Hytyra ist nämlich ein Defensivmonster. Das hat verdammt hohe Verteidigungswerte. Hinzu kommt auch noch, dass es, glaube ich, das Pokémon ist mit der höchsten KP-Base. Also das ist das Pokémon mit den meisten KP. Es ist wahnsinnig schwer zu schwächen. Eigentlich sollte man dieses Pokémon mit sehr effektiven Attacken treffen. Es kann zwar nicht so stark... Ja, genau, das dachte ich mir. Eigentlich soll man dieses Pokémon schon mit Attacken angreifen, die sehr effektiv sind, weil ihr seht, der Damage ist, naja, nicht so wirklich so stark.
Hytyra kann aber selbst wenig austern. Mit Gesang kann es einen langweilen. Mit Duplexi, wenn es will, kann es einen langweilen. Dadurch, dass ich jetzt aber nicht 100% weiß, dass er Duplexi kann, wäre nämlich, wenn er Duplexi kann, dann würde ich vielleicht tatsächlich sogar switchen auf Drasche durch halt den Beulenhelm. Aber wenn ich nicht 100% weiß, dass er Duplexi macht, bleibe ich mal lieber bei ihm. Und das war eine gute Entscheidung. Und Hytyra gibt wahnsinnig viele EP. Also wenn ihr irgendwann mal in einer Randomizer Nuzlocke steckt und ihr wollt unbedingt leveln und ihr findet einen Ort, wo nur Hytyras auftauchen könnt. Jo. Dann trainiert da. Regirock ist natürlich ganz eklig, aber da habe ich mit Froschkönig wenigstens... Obwohl, der kann Explosion. Oh, bitte sag mir nicht, dass der Explosion kann. 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 Bitte sag mir nicht, dass der Explosion kann oder Finale sowas. Oh Gott sei Dank, er kommt nur mit Fluch. Aber erhöht das seine Initiative? Okay, seine Initiative wird gesenkt. Alles klar. Das heißt, ich bin definitiv schneller als er und ich muss nicht zittern, dass er irgendwie Finale oder Explosion kann. Ich weiß, dass die Regis am Anfang boomen können, aber später halt nicht mehr. Ich weiß halt aber nicht, wie viele Attacken die erlernen können. Gewaldro. Ist das nicht... Ich kann mich... Ist das nicht die Endform des... Gwaldro ist doch die Endform. Doch, das ist doch die Endform. Das hatten wir doch in Omega Rubin. Ja, wir haben Omega Rubin Let's Played. Das ist doch die Endform des dritten Starters. Das hatten wir selber. Wir hatten auch Omega Gwaldro mit Drache, Pflanze. Nur hier ist es Pflanze halt. Tatsächlich, Gwaldro. Wir haben gerade Reptane gesehen und jetzt sehen wir Gwaldro. Lol, das ist witzig. Ich finde das sehr witzig. Gerade Reptame und jetzt Gwaldro. Finde ich witzig. Ja, ich Turbo-Tempo wäre natürlich vielleicht jetzt eine gute Idee, aber ich glaube nicht, dass Turbo-Tempo reicht. Funkenflug und down. Turbo-Tempo habe ich übrigens reingetan, weil wer die siebte Arena gesehen hat, der weiß warum. Also wenn ihr die siebte Arena gesehen habt, dann wisst ihr, warum ich Turbo-Tempo reingetan habe. Das ist nämlich eine Prio-Attacke und wer die siebte Arena gesehen hat, der weiß, warum ich eine Prio-Attacke unbedingt brauche. Ach, Smogmon finde ich schade sein. Oh Gott, ja stimmt, ich erinnere mich. Hier kommt jetzt der Worst Case in jedem Randomizer Nuzlocke Let's Plays. Und zwar kämpft man jetzt hier nacheinander gegen Bell und Sharon. Das ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe. Also erst kämpft man, glaube ich, gegen Bell und dann gegen Sharon. Zwischendurch wird man zwar geheilt, aber es ist eine wahnsinnig schwere Challenge jetzt, was jetzt hier vor uns redet. Gott sei Dank habe ich gerade Glurak geheilt. Fluyana, halt! Ich glaube, dass Bell und Sharon jetzt gegen einen kämpfen wollen. Ich glaube, erst Bell und dann Sharon. Eieiei, das ist nämlich die letzte Challenge vor der Pokémon-Liga gegen die beiden. Und dann kämpfen beide nochmal gegeneinander. Gegen uns halt. Lysander und Professor Escher haben mir gesagt, dass du auf dem Weg der Pokémon-Liga bist. Ist das wahr? Nö. Du musst dich gar nicht vor mir verheimlichen. Ich weiß doch, dass du im schlimmsten Fall gegen N, den Team Plasma-Boss, kämpfen wirst. Und deshalb vergewissere ich mich jetzt, wie stark du momentan wirklich bist. Okay, man kämpft erstmal gegen Sharon. Ich glaube aber, dass man tatsächlich auch noch gegen Bell kämpft. Eieieiei, ich glaube aber, nicht 100%. Meine ich aber. Suppose? Ah, nicht sogar nur Suppose, okay. 43! Alter, das ist sein erstes Pokémon und es leadet gleich mal mit 43, Alter. Ich will die anderen Level nicht sehen, Bruder. Vor der Pokémon-Liga werde ich natürlich noch leveln. Das ist klar. Absol. Da brauche ich eine Kampfattacke. Das ist ein Unlicht-Pokémon. Kann ich mit einer Kampfattacke eigentlich locker wegklatschen, weil Absol ist ein Pokémon, was Zeit braucht.
Es kann zwar Schwertanz und sowas, das könnte nerven, aber Absol ist eigentlich ein Pokémon, wenn es nicht sehr effektiv angreifen kann, dann ist es ein Pokémon, was eigentlich Zeit braucht, um zu töten. Und dann kann es auch richtig töten. Pandya, pur Normal-Pokémon. Bruce Lee. Und weg. Ich hätte nicht erwartet, dass Karadonis mir so gut im Team helfen würde. Aber tatsächlich hat sich das sehr bezahlt gemacht. Gravums hat er also sein Krakilo weiterentwickelt. Das ist ja sein Starter-Pokémon. Und das hat er jetzt also auch in der Endform. Auch das hat, ist ein Normal-Pokémon. Auch das hat eine Schwäche gegen Kampfattacken. Schauen wir mal, was das macht. Ich denke mal nicht, dass es ihn one-hittet. Nee. Stampfer, das heißt mein... Ah, okay, hat Überreste. Dadurch, dass meine Initiative aber höher ist, ist er weg. Zweiten Stampfer hätte ein bisschen Sorgen gemacht. Aber so ist auch Gravums down. Erreicht Level 43. Wunderbar. Und das war's. Ja, lol. Ja, lol, wie geil. Hut ab, du hast es drauf. Das meine ich ganz ehrlich. Lass mich noch schnell dafür sorgen, dass er dem Pokémon-Team wieder fit ist. Ja, und genauso ist es. Ich befürchte, ich kann dir momentan nicht das Wasser reichen. Du bist zu stark für mich, Fluiana. So kann ich dir gegen dir im Kampf gegen N jedenfalls nicht behilflich sein. Fluiana! Ich kann dir zwar nicht großartig behilflich sein, aber zumindest habe ich eine Kleinigkeit für dich. Wow, kann ich auch so gut gebrauchen. Kippt man nicht noch gegen sie? Aber es ist nicht schon witzig zu sehen, wie jeder seinen eigenen Weg geht. Witzig? Wie kannst du das ausgerechnet jetzt sagen? Ganz sehr einfach, Sharon. Manchmal... Oder war das in Pokémon Schwarz-Weiß, dass man am Ende nochmal gegen beide kämpft? Oder war das in Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß 2? Nicht sicher. Manchmal im Leben eben vor heiteren Seiten betrachten. Es bringt nichts, immer nur mit der ernsten Miene herumzulaufen. Seit unsere Begegnung mit den Pokémon haben wir eine weitere Strecke gemeinsam zurückgelegt und dennoch viele verschiedene unterschiedliche Dinge erlebt. Dinge, die uns ziemlich geprägt haben, aber auch verändert haben. Dementsprechend hat jeder von uns andere Wünsche und jeder von uns steht anderen Möglichkeiten offen, nicht wahr? Ich habe auf dieser Reise jedenfalls wieder zugelernt und bin glücklich, zufrieden und dumm. Das ist was dran. Und klar, jeder von uns hat sein eigenes Talent gesetzt zu dir. Jeder sollte wohl das tun, was er am besten kann. Jeder Mensch hat andere Idealen und ein anderes Weltbild. Aber dennoch, es ist ja wohl ganz normal, dass sich gegenseitig hilft, wenn es darauf ankommt. Deshalb bin ich auch zum Schluss gekommen, dass Menschen und Pokémon immer an Seite leben sollten. Fluiana, falls du Lauro oder dir einmal irgendwas passieren sollte, möchte ich auf jeden Fall in der Lage sein zu helfen. Dafür trainiere ich und dafür möchte ich stark werden. Mach mir so lange also keine Dummheiten, hörst du? Und weg ist er. Fluiana, ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Also ich, ach, wenn ich in solchen Momenten irgendwie schlaue und denkwürdige Worte einfallen würden. Mal sehen. Geben wir einfach alle unser Bestes. Jo. Also war es tatsächlich in Pokémon Schwarz-Weiß 2, wo man gegen beide gekämpft hat. Meine ich nämlich, dass man irgendwann gegen beide... Hä, lol, jetzt kommt ein Hutzasser? Ist das gescriptet, dass hier Hutzasa und Tampion auftauchen? Also verwirrt mich gerade schon, dass ich jetzt Tampion und Hutzasa hier treffen. Hä? Warum treffe ich hier auf Pokémon? Ach so, weil die auf Level 41 sind. Alles klar, jo. Ja, dann will ich doch lieber hier raus aus diesem Gras, auch wenn da hinten ein Trainer ist. Sagen wir einfach mal so, ihr habt diesen Trainer nie gesehen. Stellt euch einfach vor, da waren die ein Trainer. Habt da gar nichts gesehen, da waren nur ein paar Pixelhaufen, das war Missigno. Sagen wir einfach, es war Missigno und wir wollen ja keinen Glitch hier bekommen, von daher rennen wir nicht rein in Missigno. Feuerode.
Und weg damit. Jo. Schön, dass die beiden uns geheilt haben. Aber Bruce Lee hat ziemlich aufgeräumt. Was? Remoraid. Och, ich bin zu blöd zum Lesen. Nee, Wasser-Pokémon kann mit einer Elektroattacke nichts anfangen. Von daher. Donnerblitz und geh nach Haus. Pack deine Koffer und geh nach Haus. Ja, wir haben zwar jetzt Sharon besiegt und wir sind ganz nah an der Siegelstraße, aber ich kann euch sagen, die Siegelstraße wird auch noch ziemlich hart. Also ich fand die Siegelstraße schon immer hier in Pokémon Schwarz relativ schwierig. Also die darf man nicht unterschätzen. Weil da einige starke Trainer unterwegs sind. Besonders bei der Randomizer Nuzlocke Challenge kann das schon durchaus zu Toten führen. Weil es halt sehr viele sind und sehr starke Trainer sind. Oh, wie süß! So ein, habt ihr gesehen? So ein bösartiger Veteran, der sieht aus wie ein Gangster. Und dann so ein süßes, kleines, niedliches Hopspross. Ist das niedlich, du? Ist das niedlich? Weißt du, der Veteran sieht aus wie so ein Gangsterboss und dann droppt er einfach mal so ein süßes Hopspross. Kickley. Das hat Probleme mit Psychoattacken. Das heißt, James kann auch endlich mal wieder kämpfen. Auch wenn ich vielleicht mit Flugattacken besser dran gewesen wäre, aber es wäre schon gut, wenn du jetzt auch mal ein bisschen kämpfen könntest. Ja, wenn er auch nur sowas macht wie Willenleser, finde ich ganz gut, weil mir das halt keinen Schaden bereitet. Schauen wir mal, was zieht sein Kopfstoß bei ihm ab. Ja, mehr als die Hälfte. Willensleser macht er ein zweites Mal, finde ich super. Das heißt, Smogmog erreicht dann mit Sicherheit Level 36. Und das von alleine. Musste ich ihn gar nicht mal irgendwie trainieren oder so. Vor der Liga werde ich zwar dann nochmal alle Pokémon trainieren. Snubillike, das hat Probleme mit Kampfattacken. Das scheint tatsächlich so, dass wir zumindest für die Pokémon-Liga mit diesem Team vielleicht reinkommen können. Zwar müssen wir noch die Siegestraße überleben, aber es sieht momentan doch sehr gut aus, dass wir mit diesen 6 Pokémon in die Pokémon-Liga gehen könnten. Was ich durchaus in Ordnung finden würde. Ich bin mit dem Team relativ zufrieden. Ich hätte damals nicht gedacht, dass Bruce Lee so viel reißen würde. Und dass wir mit Glurak so ein tolles Team-Pokémon bekommen haben, bin ich sehr zufrieden. Also ich bin mit dem Team sehr zufrieden und würde es durchaus begrüßen, wenn wir tatsächlich mit diesem... Achso, Schutz wirkt nicht mehr. Ich dachte schon, verdammt, was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, jetzt kommt die nervige Ordenkontrolle. Das werde ich aber nicht vorlesen, weil ja, wir müssen da einfach nur den Arena-Orden vorzeigen. Ist jetzt nichts Besonderes. Man findet jetzt hier noch ein paar Items, die ich gerne noch einsammeln möchte. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Ach Quatsch! Hier gibt es auch Pokémon. Das heißt, ich kann mir ein Pokémon für diese Route fangen. Wo sind die Karte? Wird das immer noch als Route 10 dargestellt? Ah, okay, das ist immer noch Route 10. Hm, schade. Das heißt, ich kann mir hier keine Pokémon fangen. Schade. Aber aus der Theorie. Was hätte ich denn bekommen? Was hätte ich denn bekommen, wenn das nicht Route 10 gewesen wäre? Ich ärgere mich, dass da keine Juni ist. Warum kann das keine neue Route sein, Bruder? Warum? Ich bin traurig. Alter Tarnel, alter Metagross, Junge. Metagross, wisst ihr, wie krass Muttergross ist?
Und dann halt hat er gewonnen. Das hätten wir zu viel ja entwickeln können, Bruder. Und Alter, ein Morabel, Alter, war ein Morabel. Wisst ihr, wie krass Sumpex in dem Spiel ist? Sumpex gehört zu einer der krassesten Starter, Bruder. Das war auch Wasserboden, aber Bruder! 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 Jetzt bin ich traurig. Warum kann das keine neue Route sein? Ich bin jetzt traurig. Ich will keine Rotzschritzel. Nein, ich will raus. Bin jetzt traurig. Ich bin sauer. Vor allen Dingen, Leute, es gibt nur noch einen einzigen Ort in diesem Spiel, den wir vielleicht besuchen können. Ich werde mich im Internet nochmal, dadurch, dass wir jetzt Surfer haben, werde ich mich nochmal im Internet erkundigen. Das heißt, bevor wir in die Pokémon-Liga reingehen, werde ich nochmal, ja, jetzt sind wir bei der Siegestraße. Das heißt, hier können wir unser letztes Pokémon fangen. Ich werde mich zwar noch im Internet belesen, wo ich vielleicht noch Pokémon fangen kann. Dadurch, dass wir jetzt Surfer haben, können wir an Orte ran, an die wir vorher nicht rankommen waren. Sollte ich da noch Orte finden, wo wir noch hinreisen können, würde ich die tatsächlich noch besuchen und dort Pokémon fangen. Aber für now ist das jetzt tatsächlich gleich unser letztes Pokémon, was wir bekommen. Oh mein Gott! 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 No way! No way! No way! No way! No way, Bruder! No way! No way! No way! No way! Aus den Genen von Mew angeordnet durch dieses Pokémon die Gene von Mew wurden neu angeordnet, wodurch dieses Pokémon entstand. Es hat ein wildes Herz. No way, Bruder. No way. No way. No way, Bruder. No way, Bruder. No way. No way. Was für ein Ende. Bis dahin und ciao, Leute.